Halli, hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS19 auf der PlayStation auf der wunderschönen Karte La Coronella 2.0. Und ja, ihr habt ja gefragt, was kann man hier alles machen? Wir haben das letzte Mal schon kurz Sonnenblume hergebracht. Wir haben eine Ölmühle. Hier können wir Sonnenblumenöl herstellen und wir haben auch das letzte Mal schon die Zeit vorlaufen lassen, damit wir hier auch sehen, wie das nachher aussieht. Da haben wir schon das ersten Kanister in der Palette. So sieht es nachher aus, Sonnenblumenöl-mäßig. Und das werden wir nachher abholen, wenn das dann irgendwann fertig ist. Wir gucken mal kurz noch auf der Karte, wo wir denn eigentlich da auch genau sind. Wir sind hier oben neben Zuckerindustrie und Getreidestation. Dazwischen ist die Fabrik, wo wir Öl herstellen können. Und die muss gekauft werden. Ihr seht, das ist so ein kleiner Fleck. Der wird auch vorher, das Häuschen wird erst angezeigt, wenn ihr es gekauft habt. Das ist genauso wie hier bei der Textilindustrie. Da kann man Käse machen. Das wird aber vorher das Häuschen auch nicht angezeigt. Das sind so kleine Flecke, die ihr selber suchen müsst. Aber ich sag, wenn ihr hier irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht hier, seht ihr, das so anklickt, dann findet ihr da schon einige Sachen. Aber ich denke, da kommt ihr noch draus. Es wurde noch gefragt, wenn mir das nämlich gerade einfällt, wo kann man eigentlich Tiere kaufen? Und das wird hier natürlich auch nicht angezeigt. Wir sehen hier haben wir Kühe, da haben wir Hühner, aber die sind auf dem Hof. Und jetzt muss ich aber gucken, ich glaube hier vorne, bei dem Haus da, das glaube ich, da kann man die Kühe kaufen. Also es muss alles auf der Karte wirklich gesucht werden. Und ich bin der Meinung, hier hinten ist Schweinevieh. Okay, das wird angezeigt. Und irgendwo sind noch Schafe. Das wird auch angezeigt. Aha, und hier ist Vieh. La Coronella. Das wird auch angezeigt. Also das Gelbe. Hier, ja, hier sind die Kühe. Es wird doch angezeigt. Also da müsst ihr da einfach zu den verschiedenen Stationen hinfahren. Wir können uns mal kurz noch da besuchen. Es sieht auch ein bisschen komisch aus. Erst habe ich gedacht, wo ich das erste Mal hier auf der Karte war. Okay, wir haben schon Kühe. Wir müssen hier mal Futter hinbringen. Jetzt sind doch gar keine mehr da. Bei der ersten Version sind hier noch Kühe drauf rumgerannt. Jetzt sieht es aus, als ob da gar keine mehr rumrennen. Okay, hat sich auch geändert. Also, aber ich bin der Meinung, hier im Menü können wir dann gucken, wo wir das hin haben wollen. Und dann können wir von hier aus die Kühe verschicken oder abholen. Also es wäre schon hier. Und wenn wir schon hier sind, wo die eigentlich viel später machen. Wir sind hier, haben wir noch einen Lohnauftrag angenommen. Und zwar sind wir am Maisdreschen. Wir haben zurzeit. Okay, das ist auf jeden Fall das falsche Fahrzeug. Ich wollte hier im Drescher rein. Bin jetzt drin. Okay, und ich würde hier den Helfer laufen lassen oder Helferin. Und dann können die da, kann die da dreschen. Ich habe zweimal bin ich ringsherum gefahren, habe das Vorgewende gemacht und jetzt hat sie da, denke ich mal, auf jeden Fall zu tun. Und kann das da abdreschen, müssen wir vielleicht nachher noch ein bisschen nacharbeiten. Macht ja sonst nichts. So, und ich würde sagen, dann machen wir das so. Wir lassen den Anhänger hier. Der sollte locker ausreichen. Und wir haben dann nämlich noch hier den LKW zur Verfügung, den ich ja auch mal noch ein bisschen spezifischer einsetzen wollte.
Auf jeden Fall muss ich ja vielleicht wieder zurück zum Hof. Also den LKW, den können wir noch mit Gewichten versehen. Da können wir, ja, pflügen vielleicht nicht, aber wir können, sag ich mal, mit irgendwie, zum Beispiel eine Presse, würde ich damit aufs Feld fahren. Mit einer Presse. Oder mit einem Ladewagen würde auch gehen. Haben wir, glaube ich, sogar schon gemacht. Und LKWs werden immer mehr eingesetzt in der Landwirtschaft. Erstens sind sie günstiger wie ein Traktor, schneller und leistungsmäßig sind sie auch nicht so weit weg. Also ich sag, wenn du weite Wege hast zum Transportieren, ist so ein LKW natürlich optimal. Sag, mit denen kann ich jetzt fast alles machen. Ich kann jetzt hier diesen Anhänger dran koppeln. Kann das wegfahren zum Beispiel. Also kann eigentlich alle Anhänger auch hier am LKW dran machen. Ja, das Einzige, was wir natürlich nicht dran haben, hier so ein Schwerkraftheber hinten. Das geht nicht. Wir haben aber eine Zapfwelle, mit die können wir dann zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, eine Presse betreiben. So, minus ein Huhn. Es ist auch noch nicht ganz so auf dem Hof hier, wie ich das gerne hätte, muss ich ehrlich sagen. Sogar hier hat es einen Stromanschluss. Das Teil da sieht verdammt echt aus. Der olle Anhänger hat sogar sowas. Das Nummernschild ist auch noch cool. MAN. So, den stellen wir mal dahin. Und hier kann ich wahrscheinlich verschiedene Sachen einlagern, um hier dann nachher Futter herstellen zu können. Und da ist auch noch eine Riesenhalle. Und da ist auch noch ein Unterstand. Und da ist auch noch was. Also wir werden da noch viel Spaß haben auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob der LKW hier vielleicht sogar da reinpasst. Perfekt. Okay, nicht damit ich ihn nicht mehr brauche, aber ich wollte nur gucken, ob es gehen würde. So, wir haben Minus auf dem Konto. Das wird sich dann vielleicht mit unserem Auftrag ein wenig ändern. Was wir natürlich müssten, wo wir angefangen haben, wir sollten die Sonnenblumen hier abkippen.
und auch wieder zum Hof fahren. Und dann habe ich nämlich für den hier noch eine gute Arbeit. Wir müssen pflügen. So, jetzt muss ich hier gerade mal anhalten. Das sieht doch hier gar nicht so schlecht aus mit dem Gras. Da sollten wir auf jeden Fall was machen. So, jetzt muss ich überlegen, wo stelle ich denn den Anhänger hin? Vor Schreck am besten. Also die Geräte würde ich ja doch gerne irgendwo reinstellen, wo ich nachher zumachen kann. Und ich glaube, der Anhänger, der könnte ich eigentlich hier drunter stellen. Irgendwie noch ein bisschen blöd, der lenkt noch mit beim Rückwärtsfahren. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Der hier. Hat natürlich das Gewicht geklaut. Und für den ist mir auch schon ein Job eingefallen, aber erstmal braucht er da wahrscheinlich größere Räder. Kommen wir nachher zu. So, wir müssen den Pflug haben. Der kriegt wieder. Den Auftrag zum Pflügen. Und zwar da, wo wir Sonnenblumen runtergeholt haben. Das Feld muss auch wieder gepflügt werden. Und das übernimmt der Kollege hier. Thank you.
Was haben dich die Hühner da versammelt? Wollt ihr winken oder was? Meine Güte, alle in Reihe und Glied. So, hier wäre das Feld. Da sieht man noch die Sonnenblumenstoppeln drauf und das muss mal jetzt gepflügt werden. Und ich denke, das wird wahrscheinlich auch ein Weilchen gehen. So, ist gar nicht mal so einfach hier irgendwie. Wie fangen wir denn hier am besten an? Ich glaube, so ist nicht schlecht. Okay, eigentlich wollte ich, ist wieder einen falschen Hebel hier gedrückt. Eigentlich wollte ich den Flug wenden. Jetzt habe ich ihn zusammengeklappt. So, den benutzen wir jetzt mal mit. Und dann versuchen wir hier
Ah, jetzt sieht die Geschichte schon anders aus. So, wir ziehen jetzt hier einfach erstmal durch, damit wir eine gerade Bahn haben. So, ich glaube, da hat er ein bisschen zu tun. Er dreht ein bisschen das Rad hier durch. Okay, ich würde sagen, ab hier übernimmt der Helfer. Ich glaube, das kommt eigentlich ganz gut. Ich glaube, die Bahn haben wir gut gerade hinbekommen. Und ja, wir schauen dann später vorbei, was denn hier draus geworden ist. Und werden jetzt mal hier verschwinden. Und, oh, da sind wir nämlich genau richtig. Mit denen habe ich ja noch was vorgehabt. So, konfigurieren. Natürlich, wieso ist jetzt, da brauchen wir mal eine Fronthydraulik. Das, wieso geht denn das wieder zurück, wenn ich da reingehe? So. Dann brauchen wir da mal Michelin-Reifen. Die guten. Oh, da weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe das genommen gehabt. Rundum leuchten. Ist das auch schon wieder weg, oder was? Rechts. Ich glaube, wir haben beide gehabt, oder? Ohne rundum leuchten. Links und rechts. Genau. Motor haben wir auch den 150er gehabt und Frontladerkonsole haben wir auch angebaut gehabt. So. Konfigurieren. Jawohl, kostet uns natürlich nichts, weil wir schon alle Teile so hier auf dem Hof zu stehen haben. So, jetzt muss ich gerade mal was gucken.
So wie es aussieht, habe ich noch keinen Schwader gehabt. Da steht auch nichts drin. Ich weiß es auch nicht mehr, was wir auf der alten Karte alles hatten, aber wenn hier nichts ist, hätte gemeint, ich habe alle Geräte, die ich brauche, doch hier drauf gemacht. So. Boah, das Ding fährt 22 damit. Das geht ab. Das lassen wir so. Wir springen mal hier durch. Ich will noch mal kurz zum Drescher schauen. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Damit wir den noch mal leer machen. Damit wir hier unseren Auftrag abarbeiten können. Okay, geht ganz schön was rein hier in die in den Anhänger. Das hätte jetzt geht ganz schön was runter vom Feld. Der Anhänger scheint bald voll zu sein. Ja, aber es ist nicht ganz die Hälfte hier, was wir jetzt runter haben. Also kommt noch ein bisschen was zusammen. Okidoki. Was ich aber eigentlich wollte. Jetzt haben wir ja davon gesprochen. Jetzt werden wir den auch mal einsetzen. Oh. Vorne haben wir ja ein Gewicht drauf. Aber jetzt machen wir das mal so. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Beim Kuhstall brauchen die Kühe verdammt viel Gras. Also wir werden jetzt mal erstmal frisches Gras runterholen. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch oder sieht ein bisschen komisch aus. Klingt tut das natürlich richtig gut. Wenn wir da mit einem LKW, mit einem Ladewagen drauf fahren und Gras runterholen. Aber genau für solche Sachen kann man den auch brauchen. Und ich habe auch gar keinen Traktor mehr frei momentan. Es sind alle irgendwie unterwegs.
Und jetzt schauen wir mal, wie der das souverän meistert. Oder ist ein bisschen ungewohnt zu fahren, weil wir nicht mehr in der Mitte sitzen, sondern eigentlich hier am Rand. Wir haben auch ein bisschen größeren Wendekreis. Ja, natürlich könnte man das jetzt auf den Schwad legen. Wenn wir einen Schwader hätten, hätten wir das gemacht. Hab aber keinen auf dem Hof gefunden und weiß auch nicht, ob ich einen im Besitz habe. Müsste ich natürlich gerade mal im Inventar noch mal schauen, weil so ist es doch irgendwie recht mühsam. Garage. Jetzt gucken wir mal schnell durch. Das ist das ganze Zeug, was wir momentan besitzen, und da haben wir ziemlich viel, aber so ein Schwader haben wir noch nicht. Hier haben wir zum Beispiel Mühle, Ölmühle, Käserei, und das Gebäude können wir jetzt auch noch kaufen, hätte ich gemeint. Es ist bei Hallen. Nee. Diverses. Die Fabrik gibt es jetzt auch bei ModHub zum Runterladen, aber nur für zwei Karten. Also eigentlich hier für die La Coronella. Das ist auch nicht drin. Vielleicht ist es bei allen nochmal geschaut. Silos müsste es wahrscheinlich sein, logischerweise. Habe ich es nicht aktiviert. Tico. Farmhaus? Tierhaltung? Okay, vielleicht habe ich es nicht aktiviert. Da ist es, doch, hier ist es. Da können wir nämlich Fräsfabrik, Biodiesel, Bretter, Käse, Chips, Mehl, Sonnenblumenöl, Soja, Drink, Zuckerfabrik. Das können wir da alles machen, und wenn ich den Pickup runterlasse, dann würde ich auch da noch was aufnehmen. So, jetzt geht's rund. Finde ich es noch so cool, wie sich das Fahrerhaus hier bewegt, gefedert ist. Spezielle Reifen, wir können hier Reifendruck theoretisch einstellen. Theoretisch, praktisch sieht es bloß cool aus. So, also noch einiges hier auf der Karte möglich. Gerade was es industriemäßig heißt, und das jetzt alles auch für die PlayStation. Wenn ich jetzt gut wäre, würde ich wissen, wer die Karte gemacht hat, und mich persönlich bedanken, weil wieso steht denn der Trecker jetzt? Das ist das erste Mal, damit es Industrie gibt auf der PlayStation. Der hat natürlich hier ein Problem.
mit dem Pfeiler. Diese Strompfeiler hier auf der Karte, die sind natürlich ein bisschen... Oh, der fährt natürlich auch alles kaputt. Jetzt habe ich das Gras schon kaputt gefahren. So, schauen wir mal, wie weit er kommt. Gas gibt der Trecker natürlich ordentlich. Also so wie wir gesehen haben, sind da noch einige Fabriken, was wir da noch aktivieren können. Irgendwie macht es noch Laune hier mit dem LKW, muss ich sagen. Mit dem Agrotruck. Oh. Also in dem Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal, bis morgen, macht's gut, ciao, ciao.